Nicht jedes Game muss dir Action und eine spannende Story liefern. Manchmal ist es genau das Fehlen dieser Aufregung, was dich runterbringt nach einem stressigen Tag, wie eine Tasse Tee, eine Wolldecke oder eine Umarmung. Hier kommt unser zweiter Teil der entspannendsten Spiele aller Zeiten. Kuschelt euch ein, es geht direkt los! Yay! Schon das erste Spiel auf dieser Liste ist ein Point-and-Click-Klassiker und dazu noch kostenlos. In Samurost spielt ihr eine kleine, menschlich aussehende Figur mit Mütze und braunen Stiefelchen, die der Gnom genannt wird. Du musst im Verlauf des Spieles eine Reihe von Rätseln lösen, die zusammengesetzt die Geschichte bilden. Allerdings gibt es kein Inventar oder irgendwelche Dialoge. Die Rätsel werden einfach mit der Maus durch Anklicken gelöst. Oft ist die richtige Reihenfolge noch von Bedeutung. Das Schöne an Samurost ist die ganz spezielle, friedvolle Atmosphäre, die Perspektive, die kleine Gegenstände oft ganz groß erscheinen lässt und die seltsamen Charaktere. Du wirst ab und zu schmunzeln müssen. Es gibt Spieleredaktionen, die The Legend of Zelda Breath of the Wild einstimmig zum besten Videospiel des vergangenen Jahrzehnts gewählt haben. Kein Wunder, dass es dieses Abenteuer geschafft hat, die Nintendo Switch zu einem Erfolg zu machen. Es ist das faszinierendste und beste Zelda-Game seit Jahren. Die Switch verkaufte sich in den USA im ersten Monat etwa 900.000 Mal, aber das gleichzeitig veröffentlichte Breath of the Wild 925.000 Mal. Ja, richtig gehört, öfter als die Switch selbst. Fragt uns nicht, wie sowas passieren konnte. Das Gameplay und die faszinierende Spielewelt stellten sowohl die breite Masse als auch die eingefleischten Fans zufrieden. Und beim Anblick dieser Landschaften willst du doch einfach direkt deine Switch anmachen und zurück nach Hyrule. Fee ist ein Action-Adventure, bei dem der Spieler Fee steuert, eine fuchsähnliche Kreatur, die in den Wäldern zu Hause ist und die versucht, diese Wälder vor feindlichen Wesen, den Silent Ones, zu verteidigen. Dabei erhalten wir Hilfe von anderen Waldkreaturen, die uns bei der Erfüllung von Aufgaben helfen und von denen wir neue Fähigkeiten lernen können. Fee ist absolut zauberhaft und verträumt und ihr werdet euch in die Charaktere in diesem Spiel verlieben. Auch ein Survival-Game kann entspannend wirken, wenn wir mal einen Moment die Treffen mit den Tiefseemonstern außer Acht lassen. In Subnautica schlüpfen wir in die Rolle eines Charakters, der mit seinem Raumschiff auf einem von Wasser bedeckten Planeten abgestürzt ist. Vor dem Aufprall können noch mehrere Besatzungsmitglieder in Rettungskapseln fliehen, doch wir sind allein und retten uns mit dem Lifepod 5. Zwei Dinge sind erstmal wichtig für uns: am Leben zu bleiben und eine Möglichkeit zu finden, vom Planeten zu entkommen. Die Unterwasserwelt kann wunderschön sein, birgt aber auch versteckte Gefahren. Flower hat keine Handlung im eigentlichen Sinn und es gibt wahrscheinlich kein simpleres und daher entspannenderes Videospiel. Wir steuern den Wind, der Blütenblätter durch die Luft weht. Das hört sich unspannend an, ist aber wahnsinnig befriedigend. Unser schwebendes Blütenblatt nähert sich einer geschlossenen Blume, öffnet sie und eines ihrer Blütenblätter folgt dem unseren. Auf diese Weise entsteht eine immer länger werdende bunte Schleppe aus Blütenblättern. Und je mehr Blätter der Spieler sammelt, desto stärker weht der Wind und umso schneller wird die Bewegung. Wenn gleichartige Blumen in Gruppen zusammen oder hintereinander in einer Linie stehen, dann bringen wir sie alle zum Aufblühen und das sieht wunderhübsch aus. In den Kommentaren des ersten Videos habe ich mehrmals gelesen, dass ihr bei Flower gut entspannen könnt. Also an alle, die das Spiel nicht kennen, Flower kostet im PlayStation Store momentan 7,99 €. Wenn es euch wie uns geht und ihr euch ebenfalls gut entspannen könnt, wenn ihr Dinge kaputt machen könnt, dann wird euch Donut County gefallen. Das Spielprinzip ist denkbar einfach. Wir steuern ein mysteriöses Loch im Boden, mit dem wir alles verschlingen können, was hineinpasst. Ziel der einzelnen Levels ist es, jeden Gegenstand einzusaugen, den wir auf der Karte sehen. Wir fangen also mit kleinen Sachen an, wie Grasbüscheln, Kisten und Stühlen. Und wenn das Loch größer wird, verschlingen wir Stadtbewohner, Autos oder große Bäume. Es gibt nur wenig Sachen, die wir nicht im Loch verschwinden lassen können. Irgendwie ist es lustig, seiner Zerstörungswut freien Lauf lassen zu können.
Ja, Katamari Damacy ist schon was älter, und zwar von 2004. Aber nach Meinung vieler Gamer hat das Spiel Kultstatus. Die Hintergrundstory ist absolut bescheuert. Wir sind ein junger Prinz und es ist unsere Aufgabe, eine Kugel zu formen aus herumliegenden Gegenständen. Die Kugel wächst, je mehr Gegenstände an ihr hängen bleiben. Das heißt, man fängt oft mit dem Aufsammeln von Büroklammern, Stiften oder ähnlichen Kleinteilen an, geht dann über zu Stühlen, Tischen oder Autos, hin zu Häusern und Städten, bis hin zu ganzen Kontinenten. Platz da, hier kommt der weltenvernichtende, kugelrollende Prinz. Everybody's Gone to the Rapture ist einer der klassischen Spaziersimulatoren, bei denen ihr nicht viel anderes zu tun habt, als euch in der Spielewelt umzusehen und die Atmosphäre zu genießen. Und diese Atmosphäre ist friedlich, aber auch etwas gruselig, denn wir laufen durch eine postapokalyptische Welt. Auch wenn wir keinem menschlichen Wesen begegnen, erleben wir die letzten Momente der Apokalypse dieses Örtchens hautnah mit. Das Spiel ist ruhig, etwas melancholisch, aber das Ende ist wunderschön. Dieses Spiel ist absolut surreal und für eine Stunde Gameplay kann man sich schon mal darauf einlassen. Auf Steam heißt es über Islands Non Places, dieses Spiel macht stinknormale Orte magisch, taucht ein in 60 Minuten coole, abstrakte Eigenwilligkeit. Die Entwickler schaffen es, dass normale Alltagsgegenstände fremdartig in Szene gesetzt werden und das wirkt merkwürdig beruhigend. Klickt es an und wartet, was das für einen Effekt auslöst. Rolltreppen verwandeln sich in Feuchtbiotope und Bushaltestellen in Brutkästen. Nach wenigen Minuten driftest du in einen angenehm schläfrigen, fast meditativen Zustand hinüber. Diese Erfahrung wird auf jeden Fall neu für euch sein. In Animal Crossing New Horizons hast du nichts Wichtiges zu tun. Und das ist herrlich befreiend. Du tust, worauf du Bock hast. Also quatschst du mit deinen Lieblingsinselbewohnern, machst ihnen Geschenke, angelst, fängst Insekten oder baust dein Haus aus. Dadurch, dass du kein wirkliches Ziel hast, ist hier alles entschleunigt. Schau am nächsten Tag wieder auf der Insel vorbei, um zu sehen, ob es einen neuen Bewohner gibt. Und wenn nicht, dann stellst du halt ein paar neue Möbel her und baust dir eine schicke Außenanlage. Leute, macht euch einen entspannten Feierabend und lümmelt euch auf die Couch. Wir haben uns selbst gerade eine Pizza reingeschoben und starten jetzt die Konsole. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.